Grüße euch, Paraguay Live, wieder aus dem sonnigen Paraguay. Heute sprechen wir über ein weiteres individuell geplantes Haus, was in der Siedlung im Piribebuy sich befindet. Also, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. So, und hier seht ihr natürlich das andere Haus auch in der Siedlung, was auch erstellt wird. Individuelle Planung mit 3 Zimmer, Ankleide, Bad und einer sehr schönen Terrasse, die ich euch nachher auch zeigen werde. So, ganz kurz zu uns nochmal. Paraguay Live Team baut für euch sowohl individuell geplante Häuser als auch Hausmodelle. Also wir haben ja verschiedene angefangen von 70 Quadratmeter bis fast 300 Quadratmeter. Aber in diesem Bereich kann man auf jeden Fall individuell planen. Und so ein Haus individuell geplant zeigen wir euch jetzt. So, also wie man sieht, es ist ein Rohbauzustand. Das Dach wird gerade praktisch verschönert, muss ich so sagen, weil es ist eine Top-Leistung. Also wie immer muss ich das einfach wiederholen. So, hier sieht man so einen Nebeneingang, dann 2 größere Fenster und das kleinere wird normalerweise immer fürs Bad benutzt. Was immer top Schönes finde ich auf den Baustellen, dass es mit einfachen Mitteln einfach tolle Leistung gemacht wird. Könnt euch ja genau hier zum Beispiel vor der Terrasse das schöne Gerüst vorstellen. Das ist etwas ungewöhnlich für deutsche oder europäische Verhältnisse, aber hier mit einfachsten Mitteln wird wirklich eine top Leistung geliefert und das begeistert mich immer wieder aufs Neue. Ganz kurz zu Piribebuy. Piribebuy ist ungefähr 1 Autostunde von Asunción entfernt und genauso von dem internationalen Flughafen. Also Toplage, Höhenlage, schöne Aussicht, gute Zufahrten und gute Einkaufsmöglichkeiten bzw. die komplette Infrastruktur in Piribebuy ist im Prinzip mehr als ausreichend. Das nochmal zum euren Wissen. So, hier sieht man noch besser auch die Wachhunde. Toll. So, und wie gesagt, die Gerüste. Also so einfach wird es hier alles vorbereitet und eine exzellente Leistung geliefert. Hier noch kurz die Gegend, wieder gegen die Sonne, aber man kann es auf jeden Fall erkennen. So, hier der Innenraum nochmal. Hops. Jetzt wird es wahrscheinlich ja, mit dem Fokus so. Hier wurde so ein kleinen Bogen zugemacht. So, das müsst ihr einfach sehen. Das finde ich auch genial. Eine Leiter. Hier so ein kleines Brett. 2 Ziegelchen. Um einfach hochzukommen. Genial, einfach genial. Hier noch die obligatorische Wasserwaage. Wieder einfach, genial und funktioniert immer. So, und der Schutt wird natürlich auch teilweise zum Auffüllen gebraucht. Einfach schön sieht das schon aus.
So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Likes nach oben. Immer das Video bitte teilen. Nicht vergessen, auch die Freunde, Bekannte, die vielleicht in Paraguay, in der Stadt Piribebuy bauen möchten und vielleicht auch investieren möchten, nicht vergessen. Ich gebe euch die Kontaktdaten wie immer in der Videobeschreibung, als auch hier unten, sowohl Telefonnummer, WhatsApp und Telegram, als auch die E-Mail-Adresse. Also, wir sehen uns im nächsten Video und nicht vergessen, Kommentare und Anfragen am besten direkt unter dem Video, damit ich allen Interessenten auch direkt beantworten kann. Also, bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.